Jonas, last second Sieg gegen Rom, unglaublich emotionales Spiel auch. Wie habt ihr euch da motiviert, auch jetzt mit dem Hintergrund der Niederlage im Hinspiel? Ja, wir waren alle sehr motiviert. Wir wollten alle zurück in die Spur finden und zurück auf die Siegerstraße kommen. Und das war heute echt wirklich sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch, gehört einfach dazu zu einer Saison, dass man solche Spiele auch gewinnt. Und gerade in so einer besonderen Atmosphäre, denke ich, das war heute sehr gut. Jetzt war heute Leon Radojevic das erste Mal wieder mit im Kader. Ist es für dich eine Umstellung gewesen oder fiel dir das relativ einfach? Nee, eigentlich keine Umstellung. Er trainiert ja auch schon die ganze Zeit mit. Und ich habe vorher auch schon mit ihm zusammen gespielt. Ich kenne meine Rolle hier schon ganz gut. Und ich denke mal, es ist auch wichtig für die Mannschaft, dass er zurückkommt. Jetzt kann man sich nicht lange ausruhen, weil das nächste Topspiel steht bevor gegen Bamberg. Was erwartet Alba da? Ich denke mal, nochmal ein wirklich sehr schwieriges Spiel. Es wird sicherlich auch immer anders. Wir spielen in Bamberg, es ist sehr, sehr schwierig dort. Und ja, ich denke mal, wir können das heute Abend genießen, was wir geleistet haben, aber morgen sind schon wieder alle Karten offen. Ich danke dir.